forward to General Motors' centennial celebration next year, we're making significant progress in transforming our company, taking the necessary actions to position GM for sustained growth and profitability here in Europe, in the U.S., and around the world. Es darf ja nicht vergessen werden, dass die Autoindustrie den CO2-Emissionen unglaublich gesenkt hat über die letzten 10 Jahre und dass wir auch bei sonstigen Emissionen, also seit 1950 haben wir sie, glaube ich, um den Faktor 1000 reduziert. Wir haben irre viel getan. Ich glaube, wir sind durchaus grün. Wir verstehen auch, dass wir weiter unseren Beitrag zu leisten haben. Wir müssen da nur eine ganz schmale Gratwanderung gehen, dass die Autos nicht zu teuer werden. Wir müssen sie ja irgendwie bezahlbar lassen für den normalen Menschen. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Was ist denn das für ein Auto? Flexstream habe ich eben gelesen. Ist dieses Fahrzeug ein Fahrzeug mit Elektroantrieb, mit Batterieantrieb, mit einem kleinen Dieselmotor, der einen Generator antreibt und der im Endeffekt, wenn die Batterien zu dem Punkt kommen, wo sie alleine nicht mehr arbeiten können, dann auf Fahrzeugbetrieb umschaltet. Wie lange müssen wir warten, bis wir dieses Auto... Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, weil die Technologie noch sehr teuer ist, weil es auch noch einige kleinere Themen zu lösen gibt. Die Hybridtechnologie ist einfach sehr aufwendig. Wir glauben noch nicht, dass das etwas ist, wirklich für kleine und mittlere Fahrzeuge. Da setzen wir eher auf vorhandene Technologie, ganz moderne Benzin- oder ganz ultramoderne Dieselmotoren.